Hallo, grüße euch. Ja, uns Kleinen wird gerade beigebracht, das eigene Nest nicht zu beschmutzen. Das hast du schon gesehen, das weißt du. Wir werden flügge. Wenn du schon einmal ein Vogelnest gesehen hast und die Vogeleltern haben also gerade Küken und dann siehst du also da unten siehst du dann immer die Hinterlassenschaften der Kleinen. Nun, am Anfang war das etwas anders, da landete das alles im Nest. Und das Erste, was die Mutter tat, war, den Kleinen beizubringen, das eigene Nest nicht zu beschmutzen. Und das wird uns auch gerade beigebracht. Wir fangen an, wir lernen es, die Belastungen von anderen nicht mit in unser eigenes Nest zu tragen. Ich hatte gestern gesagt, das Universum ist eine riesige Uhr. Das dreht alles in einer langsamen oder schnellen oder sehr schnellen Drehbewegung. Wir drehen alle um uns selbst. Wir drehen, 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 drehen. Und je nachdem, ob wir Belastung mitnehmen oder nicht, drehen wir schnell oder langsam. Und jetzt wird uns beigebracht, uns mit unseren eigenen Gedanken nicht zu belasten. Nicht andauernd das alles ernst zu nehmen, was uns von anderen erzählt wird, was ja zugegebenermaßen ernst werden kann, wenn wir uns da zu sehr reinsteigern. Und reingesteigert haben wir uns in sehr, sehr vielen Fällen. Ich bin, wenn du so willst, meine eigene Gottesanbeterin. Ich bin eine Gottesanbeterin vor dem Herrn, vor mir. Ich bete mich pausenlos selber an. Aber anbeten tut man etwas, oder wenn man etwas anbetet, gibt man dem jeweiligen Gegenstand Energie zum Leben. Jetzt wird es interessant. Oh, es wird sehr interessant. Interessanter, als du glaubst. Wann lebte Nostradamus? 1600 und tralala oder 1500 tralala? Ich keine Ahnung. Aber er hat etwas prophezeit. Im 20. Jahrhundert werden die Menschen nicht so sehr in Kirchen gehen, aber jeder hätte seinen eigenen Andachtsraum zu Hause. So werden ja auch immer in Versen so gesprochen, aber den Vers kenne ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt interessant. Jede Familie hätte den eigenen Andachtsraum bei sich zu Hause und würde es anbeten. Also so fromm kam ich mir eigentlich nicht vor. Ich bin 70er Jahrgang und ich habe das gehört, das waren die 90er Jahre. Und so fromm kam mir mein Umfeld nicht vor. Wieso hat jeder seinen eigenen Andachtsraum? Und da fiel der Groschen, der Fernseher. Andauernd am Abend sitzen der Familienverein vor dem Fernseher und beten es an. Das heißt, sie schenken ihre Energie dem, was sie da hören. Und uns gerade wird hier gerade beigebracht, das eigene Nest nicht zu beschmutzen, mit anderen Worten, nicht fremde Energien in unser eigenes Nest zu tragen. Das gibt's doch nicht. Und da wird auch sorgfältig ausgewählt, was da rein kann. Als ich Mitte 20 war, da sah ich Vogeleltern, also ein Elsterpaar, ein Nest bauen. Und Herr Elster kam jetzt mit einer irrsinnslangen Plane. Also war so ein Plastikband und das war bestimmt 6 Meter lang. Damit das im Schnabel kam er zum Nest. Frau Elster war darüber weniger begeistert und es ge begann ein gewaltiges Gezänk zwischen den beiden. Frau Elster hat gewonnen. Natürlich ging dieses Riesending dann nicht in das Nest. Aber so wie die beiden ihr Nest bauten, bauen wir unseres. Mit anderen Worten, wir sortieren permanent aus, was wir nun gebrauchen können und was wir nicht gebrauchen können. Und was wir verarbeiten können, was wir nicht verarbeiten können. Doch unser Metier hier heißt, alles so fein wie möglich malen. Und ich meine, mir fällt dabei sofort das Märchen Rumpelstilzchen ein. Der Vater, der prahlt, seine Tochter könnte Stroh zu Gold spinnen. Dummes Zeug. Es geht hier darum, dass deine Gedanken alles, aber auch wirklich alles bereinigen und immer freier werden lassen. Und dann tust du genau das, womit der Vater von dem Königin oder von der Königin geprahlt hat. Meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Nur die Tochter wusste das gar nicht, dass sie das konnte. Rumpelstilzchen kannte es, wusste, wie das geht. Und so verwandelte er Stroh zu Gold. Aber so einfach, so billig kamen sie nicht davon.
Der Handel, sie wurden ja handelseinig, nicht? Also erst ein Ring und dann noch ein Kettchen, aber dann das dritte konnte sie nichts mehr geben. Und am dritten Tag, dann sagt er, na, dann dein erstes Kind. Und jetzt wurde es spannend. Also der Stroh war alles Gold. Es ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Wenn man einmal jemanden hat, der Stroh zu Gold spinnen kann, dann hört der König nicht damit auf, nur weil der dritte Tag rum ist. Eigentlich will er das immer. Und das wollen wir auch. Gehen wir jetzt mal kurz rum, Rumpelstilzchen wieder weg. Wir möchten doch aus allem, was hier ist, das so leicht und so unbeschwert und frei wie möglich haben. Das funktioniert aber doch nur, wenn unsere Gedanken uns nicht mehr belasten. Und wenn wir aufhören, uns allabendlich oder schon am Tag oder Nachmittag oder wann auch immer, uns vor irgendeinen Kasten zu setzen und dann andauernd uns in irgendeine Welt führen lassen, die mit uns gar nichts zu tun hat, die aber zwangsläufig zur Folge hat, dass wir uns über alles Mögliche aufregen oder beschweren. Zum Donnerwetter noch einmal. Unsere Wissenschaftler, die den Menschen in Angst und Schrecken versetzen, sind fürchterlich dabei, nicht aus Stroh Gold zu machen, sondern genau umgekehrt. Das Leichte, das Freie, das Schöne, die freie Energie wird sofort zu belastetem, klebrigem Etwas. Und Hunderttausende, Millionen Menschen ziehen sich das rein. Und bewegen es in ihrem Kopf. Der prompt daraufhin verkleistert. Und wir wundern uns über Alzheimer. Ich mich nicht. Ein Mensch, der Alzheimer bekommt, hat nur einen Wunsch, alles zu vergessen. Nur das Problem ist, dass wir nicht nur das Denken haben, wir haben nicht bloß das Denken zur Verfügung, wir haben auch das Fühlen zur Verfügung. Mit anderen Worten, was ich denke, das beginne ich auch zu fühlen. Nun ist das so, dass jemand gesagt hatte, hier auf diesem Kanal, wir müssen eigentlich das Denken, mit dem Denken aufhören. Und das gelingt uns nicht, weil das Denken ist die Vorstufe zu dem, was wir fühlen werden. Wenn ich von mir jetzt das Beste denke und immer wieder sage, ich bin frei, ich bin leicht, natürlich, meine Güte, ich drehe mich unendlich schnell um mich selbst. Ich drehe mit rasender Geschwindigkeit um mich selbst. Dann fühle ich mich sofort leichter und freier und glücklicher. Und schöner. Das Herz ist unbelastet und frei und man könnte davonfliegen. Versuch das einmal, bevor du jetzt anfängst herumzumaulen, das geht sowieso nicht. Doch, das geht. Immerhin sind die Belastungen deines Lebens durch die Belastung deines Denkens und deiner Gedanken zustande gekommen. Vergiss das nie. In dem Märchen Rumpelstilzchen, um es noch kurz weiterzuführen, sollte sie ja nun den Namen des Rumpelstilzchen herauskriegen. Was war daran so wichtig? Nur der richtige Name gibt den Dingen seine Wirklichkeit. In dem Augenblick, wo ich sage, das und das ist so und so, dann ordne ich das auch entsprechend ein. Jetzt ist die Frage, welche Bedeutung hat das für mich? Und wahrscheinlich hat es für dich eine große Bedeutung. Alles, was du von dir selber sagst. Doch warum solltest du annehmen, dass du in irgendeiner Weise irgendwo nicht hinpasst? Na, weil deine Drehgeschwindigkeit damit nicht übereinstimmt. Darum hast du ja auch mit denen andauernd Sprenzchen. Ah, sieh an. Jetzt sehen wir klarer. Okay, dann drehe ich mich immer um mich selbst. Bei den anderen findest du nichts, was du haben willst. Das wäre immer nur eine Art Leihgabe. Oder eine Art Brosam oder sowas. Aber ich denke, dass du doch ganz gerne an der Tafel Platz nehmen möchtest. Und nicht ungern sehen wir es, wenn es der Ehrenplatz ist. An deiner eigenen Tafel darfst du das. Drehe dich immer so schnell wie möglich um dich selbst. Drehe, 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 drehe dich. Drehe dich, drehe dich, drehe dich. Siehst du, ich habe in meinem Leben nur noch gute Rollen zu vergeben. Ich meine, da kann keiner mehr auftauchen, dann drohend von drohender Gestalt, so ein Wüterich von finsterer Gestalt, um mir dann das Messer an die Kehle zu setzen. Für solche Rollen habe ich keinen, da hat mein Leben keinen Platz mehr für. Verstehst du, versteh mich bitte recht. Ich vergebe in meinem Leben die Rollen, während du in deinem Leben die Rollen vergibst. Und es würde mich sehr wundern, wenn meine eigene Rolle in deinem Leben größer wäre als eine Art, sagen wir mal, Fußnote oder sowas. So nach dem Motto, ferner liefen. Das ist vollkommen richtig. Vollkommen in Ordnung.
Ich habe in deinem Leben ja auch nichts zu sagen. Ich nicht. Aber du? Oh, du hast die Hauptrolle in deinem Leben und du vergibst die Nebenrollen und die tragenden Nebenrollen und die nicht so wichtigen Nebenrollen und das Fußvolk und die Statistenrollen. Auch über an Arbeitslosigkeit können wir uns eigentlich nicht beklagen. Also über einen Mangel an Arbeit können wir uns nicht beklagen. Bei dem Mist, den wir hier aufräumen müssen? Gott sei Dank müssen wir ihn nicht aufräumen. Nicht aufräumen. Aufräumen nicht. Aber wir müssen uns davon freidrehen. Und es ist überraschend, wie wenig Leute das hören wollen. Andererseits, eine pfiffige Hörerin von meinem Videos kam drauf, dass sie sagte, 777 ist eine Engelzahl. Und ich sagte doch, meine Videos stehen unter einer, sagen wir mal so, da hat da jemand schon ein Auge drauf. Und es könnte durchaus sein, dass dieser Manuel, von dem ich ja schon mal berichtet hatte, dass dieser Manuel zu seiner Familie 777 Teilnehmer gehören. Mit anderen Worten, 777 Rollen. Also, und jeder, der das hören will, ist kurz dabei, macht dann was draus in seinem Leben und geht wieder weg. Andere ziehen nach. Also der wissen will, wie kriegt man das hin, dass man frei wird? Ja, indem man sich frei dreht. Aber das geht eben nur, wenn man um sich selber dreht. Und jeder, der das hören will, kann das hören. Und jeder wird seinen Platz in seinem eigenen Leben aufnehmen. Das wollen offenkundig nicht alle hören. Vielleicht wollen das ja wirklich nur 777 Menschen hören. Kann ja sein. Es können auch 7777 sein. Es können auch 6.383.000 sein, es können auch 16 sein. Also je nachdem, wie viele Menschen das hören wollen. Also ich habe längst aufgehört, die Menschen danach zu zählen. Jeder hat aufgehört zu zählen nach einer Zeit, weil wir wissen, dass ein Gedanke einen ungeheuren Wust an Gedanken nach sich zieht. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich drehe mich frei, ich drehe mich frei, ich drehe mich frei, bist du doch frei. Na, sind auch die alten Echos von damals. Ein bisschen nervtötend. Einverstanden, ist nervtötend. Aber letztendlich kommst du darauf an, dass deine eigenen Gedanken dich nicht beschweren. Wo immer du auch bist. Das hat ja eine Weile gedauert, bis wir das rausgekriegt hatten. Ne? Puh, war aber auch ein Lauf, den wir da hinter uns haben. Was? Ja, war es wirklich. Andererseits, es wird Zeit, dass Menschen das verstehen. Ein Alzheimer-Patient, der nur noch einen Wunsch hat, daran nicht mehr zu denken, von früher, nein, 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 will ich alles nicht. Der denkt zwar nicht mehr an früher, weil es ihm ganz einfach nicht mehr einfällt, aber die Gefühle, die seine eigenen Gedanken erzeugt haben, die bleiben. Und das ist auch der Grund, warum Alzheimer-Patienten so hilflos sind. Angst haben, schreien und dann irgendwelche Gestalten da in ihrem Zimmer wählen, die es überhaupt nicht gibt. Es sind ihre Gefühle von damals. Die weit verdrängten Gefühle. Alles, was sie so an die Seite gedrängt haben. Schreit nach Würdigung. Es war uns. Es war das von uns. Darum sagte ich ja, ich nehme etwas zur Kenntnis und drehe es frei. Und das ist meine Aufgabe hier in meinem Leben. Eine andere habe ich nicht. Und jetzt kann keiner mehr kommen und mir sagen, der und der hat Schuld an dem und dem. Die Drehzahlen stimmten. Die Drehgeschwindigkeit stimmte. Dann muss ich wohl meine schnellere drehen, wenn ich das nicht haben will. Bitte versteht das gut. Das ist die Technik. Die Umsetzung, das ist deins. Ah ja. Okay. Ja. Hat eine Weile gedauert, bis wir dahinter gekommen sind. Eine lange Weile. Das hat wirklich eine lange Weile gedauert. Aber wir ergötzen uns doch zu sehr an irgendwelchen fürchterlichen Nachrichten oder an irgendwelchen alten Historienfilmen oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass gestern im Fernsehprogramm, das habe ich noch kurz gesehen, dass es kam, und ich kannte diesen Film, darum habe ich ihn mir gar nicht erst angesehen. Das ging um die Fürstin Grazia Patrizia, die Fürstin von Monaco. Siehst du, ich kenne diesen Film nicht mehr gut genug. Ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist. Aber es gipfelte wohl darin,
Also sie ist ja die Fürstin von Monaco gewesen. Eigentlich hatte sie das, also war das ganz gut. Sie war die Fürstin, sie war Landesmutter, das war alles ganz toll. Und jetzt war doch Frankreich dabei. War das nicht de Gaulle, der das gesagt hat? Ach, ich weiß das auch nicht mehr. Jedenfalls war Frankreich dabei zu sagen, so, Fürst Rainier, bei aller Liebe, aber Frankreich finanziert hier Monaco mit alles, was Monaco zum Leben braucht. Die Lebensmittel, also freies Wasser, also klares Wasser, alles, was man so haben muss. Auch was für Straßenbau und alles. Das alles wird von Frankreich finanziert. Wir hätten gerne, dass Monaco uns einen Teil seiner Einnahmen wieder zurückführt. Und daraufhin sagte Fürst René, wieso? Wir sind ein souveräner Staat. Also souverän waren sie ja nicht, wenn sie von einem abhängig waren. Und sich weigerten, ihren Beitrag dazu zu leisten. Und wenn ich das noch, ach Gott, da klingelt was im Hinterkopf bei mir. Da hat die doch irgendwie eine Ansprache gehalten. Ich glaube, im Vorwand war da irgendein ein Wohltätigkeitsfest, weiß nicht, als sie begab es damals noch nicht, was weiß ich, halt für Kinder oder sowas. Und gab es ja damals auch schon. Und dann, das ist ja ihr ein großes Anliegen, das liegt ihr sehr am Herzen. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hat sie ja gesagt, es gibt immer welche, die anderen ihre Träume kaputt machen. Ich glaube, sie sagte wohl auch, dass sie so sie glaubt irgendwie an ein gutes Ende im Leben, das finde sie ganz toll finden. Und aber es gibt immer welche, die anderen das kaputt machen. Darf ich mal fragen, was die da genau gesagt hatte? Sie hat gesagt, ich habe hier gerade ein gutes Leben, alle dienen mir, und ich bin hier das Oberhaupt und ich reiche huldvollen auch allen die Hände und diesen schönen Traum machen jetzt alle kaputt. Sag mal, haben wir sie noch alle? Da war doch sowas. Ich meine, ich habe das jetzt nicht mehr gesehen, aber irgendwas klingelt da bei mir. Aber ich weiß auch, dass, oh Gott, das ist so lange her, dass ich es gesehen habe. Hilf mir auf die Sprünge. Der hatte da auch einen gehabt, der war so ihr Ratgeber oder sowas, oder auch mein Mentor oder so. Und der hat gesagt, du lebst ja dann, du erfüllst ja gerade die Rolle deines Lebens. Nicht mehr als Hollywood-Star, sondern diesmal als Hausfrau und Mutter und Landesfürstin. Und diese Rolle musst du ausfüllen. Ja, ist das jetzt denn nicht klar? Für uns alle, meine ich. Wir können nicht eine Landesmutter von irgendeinem Land sein. Ich wüsste auch nicht, wozu das gut sein soll. Ich sagte doch, ich habe in meinem Leben nur gute Rollen zu vergeben. Und ganz bestimmt sieht eine gute Rolle nicht vor, dass alle einen Knicks von mir machen. Was ist denn das? Das würde ja heißen, das würde ja bedeuten, dass ich lauter Rollen in meinem Leben vergebe von Menschen, die alle vergessen haben, wer sie sind. Na, entschuldige mal. Welches Recht hätte ich denn von dir zu verlangen, dass du von mir knickst oder dich verbeugst? Also, das ist doch Unsinn. Aber wer in meinem Leben ist, hat eine sehr hohe Drehgeschwindigkeit zu haben, damit er meine nicht blockiert. Ist das jetzt klar? Da brauchst du auch nicht herumzuheulen, dass andere dir deinen schönen Traum kaputt machen. Und ich denke mal, von einer Lebensrolle wie die einer Landesfürstin, einer Fürstin oder einer Gräfin oder einer königlichen Hoheit oder was weiß ich was alles, können wir uns dann erstmal getreulich verabschieden. Wohl aber solltest du niemals vergessen, dass du eine Hoheit bist. Du bist es, weil du dein Hoheitsgebiet, nämlich dein Leben, deinen Raum, rund um die Uhr frei hältst. Du musst nicht mit dem Staubsauger dabei und du musst auch nicht die Fenster putzen, aber dafür eine so schnelle Drehung haben, dass alles sich verabschiedet, was in irgendeiner Weise störend und blockierend wirkt und sich auswirkt. Das sind Menschen, die kommen schon als Hochwohlgeboren auf die Welt. Und wenn sie was weiß ich was, in der Müllerstraße 2a geboren worden sind, im dritten Stock. Das ist nicht das Thema. Deine Herkunft spielt gar keine Rolle. Nicht die Herkunft ist wichtig, aber das, was du aus dir machst. Und du machst jetzt eben, also die die Videos gehört haben, die verstanden haben, die das auch so, sagen wir mal, bei denen auch selber schon der Groschen da gefallen ist, die drehen so schnell um sich selbst, dass sie keine Schwierigkeiten oder dass sie keine Schwierigkeiten oder Belastungen überhaupt noch zur Kenntnis nehmen. Warum auch? Die Materie gestaltet sich gemäß unseres Denkens.
Jo, da haben wir es doch. Ups. Ups. Ja, was ist denn jetzt mit den ganzen anderen? Was soll mit denen sein? Die können drehen oder auch nicht. Sie bleiben entweder am einen Punkt stehen oder bewegen sich so gemächlich ein bisschen. Gucken Sie mal kurz. Ne? Aber ansonsten bleiben sie bei dem einen Gezeter. Oder aber drehen sich frei. Das ist doch deren Sache. Du bist der einzige Mensch, der sich um sich zu kümmern hat. Und auch immer zu wissen, dass du immer die Rolle ausfüllst, die du ausfüllen willst. Solltest du Kinder haben, noch so im Kleinkindalter oder Pubertät, oh Gott, Pubertät, ja. Okay. Dann sei immer dabei, das zu sein, was du zu sein willst. Eine verständnisvolle Mutter, ein verständnisvoller Vater, ein Vater, der seinen Kindern den Sinn des Lebens erklären kann, eine Mutter, die ihren Kindern beibringt, ihren Sinn des Lebens zu leben, die ihnen auch genau sagt, was sie dabei tun, was sie dabei tun können. Ab 14, 15 Jahren sind die Kinder so weit, dass sie es begreifen können. Und wenn du willst, dann nimm noch so einen, dann hol dir noch so einen Spinner hier, der immer um sich selbst dreht, als Gedächtnishilfe. Ich drehe immer um mich selbst. Ich mache nie was anderes. Ich bin ich. Man weiß es nicht. Das Zentrum meines Lebens. Das Zentrum meines Raums. Kann mir nun keiner streitig machen. Ne? Es sei denn, er wird übergriffig. Hier werden einige jetzt bleich. Das ist richtig. Aber ob sie bleich werden oder nicht, das hilft ihnen nichts. Unsere Talkrundengäste, unsere Politiker, unsere Ärzte, Wissenschaftler, Mediziner, was weiß ich, Physiker, Chemiker, was weiß ich was. Die werden sanft, aber nachdrücklich. Manchmal wird auch mit dem Besen nachgeholfen. Oder mit Dreschmaschinen. Gibt's auch. Aus unserem Raum gefegt. Nicht aus ihrem. Auf keinen Fall. Aber aus unserem. Das heißt, aus deinem werden sie gefegt. Was immer ein Professor Tralala dazu sagen hat, es interessiert nicht. Es sei denn, du bist Professor Tralala, dann interessiert dich das schon. Aber die anderen nicht. Sie müssen sich freidrehen. Unbedingt. Na, wenn die Enter gekommen sind, dass das Universum wie ein Uhrwerk funktioniert, und zwar alles funktioniert präzise, nachdem wie deine Uhr gerade gestellt ist und ob sie nach oder vorgeht und ob du so rasend schnell um dich selbst drehst oder ob du sehr, sehr langsam drehst, das bleibt dir überlassen, musst aber dich nicht wundern, dass es die entsprechenden Konsequenzen hat. Wenn jemand sehr, sehr langsam dreht und ehrlich gesagt sich vorher auch nicht so dolle benommen hat, dann könnte es durchaus sein, dass er sich als Galeerensklave irgendwo auf irgendeinem Schiff wiederfindet. Im was weiß ich was, 2. Jahrhundert vor Christus. Das kann durchaus passieren. Diese Zeit gab es ja. Wir kennen die entsetzlichen Umstände, in denen damals Afrikaner nach Amerika verschleppt worden sind vor 200 Jahren. Es waren fürchterliche Zustände. Einer von diesen Sklaven, die damals verschleppt worden sind und so unter diesen fürchterlichen Umsiedlungen da gelitten hat oder wie auch immer, hatte wiederum Kinder bekommen. Und eine dieser Kinder, eine dieser Mädchen, wurde eine Urgroßmutter. Eine Ur-Urgroßmutter. Von dem späteren Präsidenten Barack Obama. Lebenswege sind unglaublich. Es ist faszinierend. Glaubst du wirklich, dass sich einer der Sklaven, der früheren versklavten Menschen, die da damals im Schiff waren und dann unter diesen fürchterlichen Umständen dann nach Amerika verschifft worden sind, ich möchte das nicht weiter erwähnen, dass einer von denen sich hätte träumen lassen, dass er mal der Urgroßvater der späteren Präsidenten von Amerika wird? Und ich glaube, in dem Augenblick, wo er da unter Blattern gelitten hat, war es ihm auch scheißegal. Aber wir haben nun mal immer in jeder Sekunde um unsere Energieströmung zu bemühen. Nur das ist interessant. Mehr nicht. Die Lebenswege sind absurd.
Und wenn du glaubst, dass du so furchtbar unwichtig bist in deinem Leben und wer interessiert sich schon für mich? Naja, ich weiß ja nicht so recht. Aber wen immer du anrufst oder wen immer du an der Straßenecke triffst, wenn du, sagen wir mal, gerade zum Supermarkt gehst, um dir irgendwas zu holen oder was, das ist doch nicht unwichtig, wen du triffst. Es macht einen Unterschied, ob du den anlächelst oder dem freundlich die Tür aufhältst, wenn du siehst, dass das gerade jemand läuft, der beladen bis zum Gehen nicht was, und du hältst mir die Tür auf. Oder ob du ihm ein Bein stellst, oder ob du ihm die Zunge rausstreckst, oder ob du ihn anfängst zu beschimpfen. Oder ob du da eine Rangelei in der Kasse startest. Das macht einen Unterschied. Einen großen. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das ist. Ein Lächeln an einer Bäckerei, die Theke der einer Bäckerei zu der Verkäuferin, die da schon seit 4 Uhr morgens oder seit 5 Uhr morgens da steht, kann Wunder wirken. Und es wird erst recht Wunder wirken, wenn auf einmal jeder das begreift. Und ich weiß, dass jetzt 777 Menschen dabei sind, das anderen Menschen in irgendeiner Weise zu erklären. Also sie müssen es nicht wörtlich erklären, sie tun es einfach. Ihr eigener Energiestrom ist so. Und das ist deine eigene Energieströmung, hast du aber eine Regie. Es ist doch wichtig, was von dir ausgeht, weil es dich unweigerlich betrifft. Was, wie die anderen damit umgehen, das kann dir herzlich egal sein, aber was es aus dir macht, ist alles andere als egal. Jedenfalls ist es dir nicht egal. Und ich bin sehr froh, dass wir begonnen haben, das zu verstehen. Und jetzt sei deine eigene Gottesanbeterin. Ja, natürlich. Also ein Gottesanbeter brauchst du nicht zu sein, kannst du auch gar nicht sein. Weil ein Gottesanbeter würde so starr stehen, dass er ihm keine Energie geben könnte. Das Wort Gottesanbeterin verrät uns hier gerade mal sehr viel. Eine Anbeterin setzt Energie in Bewegung. Das tut aber doch jeder Mann, jede Frau. Es ist doch völlig egal, Männern oder Weiblein. Solange wir lebendig sind, sind wir weiblich. Gehören wir zum weiblichen Prinzip. Das wurmt einen Pastor, einen Pfarrer. Das wurmt ihn sehr. Ein Bischof. Dieses Frauen, dieses lächerliche Frauenzeug da unten. Wissen wir denn nicht alle, dass Männer viel besser sind als die Frauen? Naja, ich weiß ja nicht so einfach, du weißt, aber eines weiß ich. Das männliche Prinzip steht starr und stumm und tut gar nichts. Nur das Weibliche tanzt drumherum und macht es lebendig. Und wenn wir uns richtig, richtig in die Grütze gesetzt haben, ist unsere Drehgeschwindigkeit so langsam, dass wir nur das Scheußlichste lebendig machen. Herr Professor Lesch, hör ihm zu. Der kann es dir erzählen. Und unweigerlich sitzt er in der Patsche, wie und viele andere, die ihm zuhören, auch. Ja, was können wir dafür, dass andere Leute ihn anbeten? Also ich meine, anbeten heißt, ich gebe etwas Energie. Das heißt anbeten. Das hört sich aber nun gar nicht so fromm an, oder? Ach Mensch, ich kam mir immer so fromm vor, wenn ich die Mutter Maria anbetete oder sowas. Alles Quatsch. Nimm das Leben leichter. Viel leichter. Aber sorge dafür, dass du immer um dich drehst. Dann hat kein störender Gedanke dazwischen. Und später, wenn du den Dreh raus hast, gibt es auch keinen störenden Gedanken mehr. Ich sag dir, wir sind auch ziemlich klein. Wie lange rede ich jetzt schon? Wieder nach fast eine halbe Stunde. Ich sag dir, wir sind auch ziemlich klein. Und uns klein wird gerade beigebracht, das eigene Nest nicht zu beschmutzen. Also, jeder Gedanke, der stört, verlangsamt seine Drehgeschwindigkeit. Na, jetzt sind wir aber sowas von heute dabei, unsere eigene Drehgeschwindigkeit zu erhöhen, was? Jetzt beschleunigen wir sie bis zum Gehtnichtwas und rasen geradezu um uns selbst. Wir drehen rasant um uns selbst, so dass kein störender Gedanke mehr dazwischen passt. Tja, hat was, ne? Warum hat man uns das denn nicht früher gesagt? Ja, weil wir früher eine viel zu langsame Drehgeschwindigkeit hatten. Wir erkannten die Zusammenhänge ja nicht. Wenn ich jeden Tag immer wenn ich mir die Hänschen klein pfeife, wirst du sie wahrscheinlich erkennen. Wenn ich aber jetzt jeden Tag einen Ton davon pfeife, dann wäre das bei all dem, was dazwischen sich drängt, was da sonst auch gesagt wird, was da sonst auch erklingt, was da sonst auch gesungen wird und was weiß ich, wird nach einer langen Reihe von Tagen die Melodie Hänschen klein nicht zu erkennen sein.
Aber wenn du bei der Stuhldame bleibst, ich drehe mich selbst, ich drehe mich selbst, ich drehe mich selbst. Ja, da wird ein Schuh draus. Mehr als das, da wird dein Leben draus. Na holla. Und du erkennst, dass 98% deiner Belastungen für dich überflüssig sind und nur noch 2%, na, mit denen bist du ja wohl fertig. Hat doch was. Am Ende bleibt nur das Fühlen, weil du schneller drehst, wenn du das einfach nur noch fühlst. Du kriegst dich zum Höhepunkt bis zum geht nicht was. Das geht sogar bis zu einem sexuellen Höhepunkt. Das ist vergleichbar damit. Aber deshalb musst du nicht hysterisch an dir rumfummeln. Du kriegst eine solche Freiheit und ein solches Glücksgefühl, das übersteigt einen sexuellen Höhepunkt. Aber dafür musst du dich wirklich rasend schnell um dich selbst drehen. Das kannst du ja. Du drehst doch sowieso andauernd. Ich drehe, 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 immer um mich selbst. Und solange ich das tue, kommt mir kein störender Gedanke dazwischen. Du bist auf dem Weg zur Meisterschaft. Zum Meister über dich selbst. Was Besseres konntest du nicht finden. Ich würde gerne die Erste sein, die dir gratuliert. Das kann ich aber nicht sein, weil ich denke, das bist du schon selbst. Also, und mit allem, was zu dir gehört. Aber das beste Wissen war doch, dass wir wissen, wir haben keine schlechten Rollen in unserem Leben zu vergeben. So kann also von außen keiner mehr kommen, der in irgendeiner Weise sich als störend erweist. Das gibt es nicht mehr. Nur noch in unserem Köpfchen müssen wir aufräumen. Nur noch im Köpfchen. Und es ist ein so hübsches Köpfchen, was du hast. Lauter gute Gedanken. Alles treibt deine eigene Drehgeschwindigkeit voran. Und erhöht und erhöht und erhöht sie. Und beschleunigt sie und beschleunigt sie und beschleunigt sie. Was könnte da anderes rauskommen als ein freies Lichtwesen? Ja, das schaffst du gut. Du glaubst doch an dich. Du denkst andauernd an dich. Du glaubst andauernd an dich. Andauernd. Das ist das Spannende gewesen. Wir glaubten, wir dachten und wir hofften. Ja, jetzt brauchen wir weder zu glauben noch zu hoffen. Und wir denken so, dass wir uns einfach prima fühlen. Na, wenn das keine Meisterschaft ist, was? Und alle Umstände werden sich so anreihen, angliedern, dass es noch perfekt ist. Und das ist ein gelungenes Leben. Ich danke dir fürs Zuhören.